Alles Gute und weiterhin gut Schuss, Gushu! Die nach dem bayerischen Geburtstagslöwen benannte Gushu Open hatten viel zu bieten. Der Skisport konnte ausprobiert werden, vom Lichtschießen bis zum Bogen. Aber auch drumherum war kräftig was los auf der Olympiaschießanlage. Echt viele Besucher, rund 650 Starter bei den verschiedenen Jugend- und Schülerwettkämpfen. Sport innen, Spiel draußen. Von Go-Karts über E-Quads, Bungee-Run und noch weitere cool klingende Erlebnisse. Atemberaubend, es ging hoch hinaus. Ein besonderer Tag mit besonders viel Organisation. Nicht von Gushu himself, sondern von der Bayerischen Sportschützenjugend. Das Besondere ist, dass sie alle Kinder, die Spaß haben wollen am Schießen oder am Breitensport oder überhaupt einfach den Skisport kennenlernen wollen, sich hier treffen und gemeinsam schießen. Und das andere Angebot, wo man hier im Hintergrund das sieht, den ganzen Tag über wahrnehmen können. Begleitet wurden die Wettkämpfe durch einen Kreativwettbewerb. Das Siegerbild schaffte es auf die Ehrenscheibe. Beeindruckend, wie viele schöne Ideen eingereicht wurden. Gewonnen hat die Münchnerin Franziska Westner und sie durfte ihre Scheibe dann auch feierlich selbst überreichen. Ich war eigentlich krankgeschrieben und dann hatte ich so viele Ideen und habe ich alle eingeschickt und habe gehofft, dass eins gefällt und ja. Danke. Und ihr seid der Meinung, das war? Bitte! Und Medaillen über Medaillen für super sportliche Leistungen. Hochkonzentriert und motiviert war unser Schützennachwuchs. Und vielleicht sehen wir hier ja eine Barbara Engleder oder Sandra Reitz von morgen. Der Schützensport ist gut für Jungs und Mädels. Ja, weil der Skisport einige Sachen fördert, wie zum Beispiel Konzentrationsfähigkeit, die Ausdauer unter Umständen. Es werden die Ruhe gefördert. Und natürlich der Gemeinschaftssinn. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen. Alles andere kommt dann von selbst. Ja, das ist einfach was anderes. Das macht nicht jeder. Und ja, auch allgemein im Verein. Unser Verein ist eigentlich wie eine Familie. Und deswegen macht es schon sehr viel Spaß. Ich schieße jetzt 2 Jahre. Ja, klar, man konzentriert sich besser und die Körperspannung ist anders. Neben Schießdisziplinen gab es auch andere Sportarten zu entdecken. Capoeira zum Beispiel, die brasilianische Kampfkunst. Noch einmal lag in Garching-Hochbrück ein Hauch von Rio in der Luft. Bei diesem Kampftanz durften sich dann auch unsere Nachwuchsschützen versuchen. Von filigran bis... Naja, schön war's bei den 20. Gushu Open. Dankeschön an alle ehrenamtlichen Helfer. Wir hatten einen tollen Tag mit Sonne, Schokolade und...